Hallo, mein Name ist Martina Pichler. Ich arbeite in einer Volksschule in der Leimiger Gasse. Wir haben hier 10 Tablets für die Kinder, wo die Kinder mit dem Tablet Lern-Apps arbeiten können. Sie können übers Internet Recherchen machen. Also hier jetzt in der 4. Klasse haben wir sehr stark alle Referate, die sie gemacht haben, haben sie mit dem Tablet gemacht. Also sie haben im Internet recherchiert über ihr Thema, sie haben ausgearbeitet, sie haben Bilder gesucht und dann mit dem Tablet ihr Referat gestaltet. Das war eine neue Erfahrung für die Kinder und für mich, hat aber sehr gut funktioniert. Und ich finde das ganz wichtig, weil sie gehen ja jetzt in eine nächste Schule und da sind sie eigentlich schon tough und können schon mit diesem Gerät umgehen und haben sicher einiges voraus, was andere Kinder nicht haben. Und was auch wichtig für mich war, ist, dass die Kinder jetzt einfach auch gelernt haben, dass man ein Tablet nicht nur zum Spielen verwenden kann, auch, aber nicht nur, sondern auch eben um Wissensvermittlung, um Informationen zu holen, also dass das einfach ein Handwerkzeug für die Kinder wird. Nicht nur die Kinder arbeiten mit dem Tablet, sondern wir Lehrer arbeiten auch mit dem Tablet. Dadurch, dass die Kinder in der Freiarbeit nach Montessori ja arbeiten, müssen wir dokumentieren, was die Kinder arbeiten. Das heißt, wir geben alle Materialien, die die Kinder arbeiten, in das Tablet ein. Das wird gespeichert, verarbeitet und wir können dann gleich nachher schauen, dieses Kind hat an dem Tag an diesem Material gearbeitet, das hat mit diesem Kind gearbeitet, das hat alleine gearbeitet und wir können leichte Anstöße geben, wenn wir sehen, okay, das Kind sollte in eine andere Richtung wieder mehr arbeiten oder wir lassen das Kind einfach weiterarbeiten, weil wir sehen, es arbeitet jetzt sehr intensiv mit dem Material. Früher wird das alles handschriftlich gemacht haben und jetzt wird das alles gleich eingegeben. Das erspart uns sehr viel Zeit.